Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Space Engineers. Der Liquid Duck ist wieder mit dabei, hallo. Hi, servus. Ja, in der letzten Folge haben wir ja entdeckt, dass unten in dem Asteroiden ein Höhlensystem ist. Was wir jetzt vorhaben, ist folgendes. Wir wollen einen Wartungsschacht hinbauen. Bauen wir den hier rein? Also wir müssten den schon ja so positionieren, dass es Sinn macht. Oder bauen wir dann den Rest da drum? Also wollen wir den in die Ecke machen? Ich würde sagen, wir müssen es erstmal probieren, wenn wir jetzt, hatten wir gerade auch besprochen, eine Boje setzen. Wo? Genau dort, wo wir den anfangen wollen, den Schacht. Ja, wo und dann uns durchs Höhlensystem gucken, ob wir da direkt drunter kommen, sozusagen. Wo sollten wir anfangen mit dem Schacht? Ja, wenn es funktioniert, würde ich einfach hier hinten sagen, eventuell. Okay, dann würde ich kurz mal eine Boje rausholen. Genau. Und zwar Generatoren brauche ich nicht mehr. Das ist dann auf der 6G6. Und setz die mal hier hin. So. Und dann soll ich sie so umbenennen? Ne, jetzt siehst du ja eh nicht. Setz die mal noch eins weiter nach links, dann ist die mittig. Ja. Obwohl, ja. So? Ja, ich glaube. Nee, das ist asymmetrisch, der Raum. Oder? Also nee. Ich gucke jetzt vom Tor aus und da sieht die hier ganz mittig aus. Ja, dann lassen wir das so. Gut, dann gehen wir mal in den Asteroiden rein. Genau, ja. Und schauen uns einfach mal an. Wow. Volle Beschleunigung. So, wir konnten hier an der Seite auch rein. Wo gehen wir rein? Hier oben, oder? Oben oder unten? Ah, ist egal, unten. Wir treffen uns schon irgendwie. Ich würde sagen, ja. So. Da sind wir schon. Ja, das ist jetzt schwierig. Also, wir sollten ja eigentlich in diesem Raum hier rauskommen, oder? Ja, das wäre auf jeden Fall am Vorteil auf Warte mal, welche gewesen. Boje ist denn jetzt welche? Die hier, glaube ich. Also die. Soll ich nochmal hochgehen? Ich kann sie mal für mich umbenennen. Ich gehe nochmal kurz raus. Und gehe mal kurz an so einen Kontrollpult. Wow. Da gibt es aber mehrere Ausgänge, habe ich das Gefühl. Ich habe mich verflogen. Ich habe mich wirklich verflogen. Lost in the Cave dieses Mal. Nicht ja, Space. Genau. Habe ich auch ein Let's Play von gemacht. The Cave. Auch ein cooles Spiel, muss ich sagen. Wo ist denn hier ein Ausgang? Mutti! Das ist aber auch mächtig groß, das Ding. Hier, ich sehe den. Ich sehe Licht. So. Dann nenne ich mal die Boje da hinten um. Ach so, woher weiß ich, welche Boje welche ist? Das Testen würde ich behaupten wollen. Du hast ja hier im Kontrollraum hast du ja noch Fenster, wo du rausgucken kannst. Dann siehst du ja welche. Genau. Oh, ach Gott. Guck mal, ich schalte mal einfach jetzt die Gravitation ein. So, jetzt laufe ich mal. Das ist, glaube ich, T. Komme ich hier rein? Ja, wir sollten übrigens von der oberen Plattform auch noch einen Eingang in den Kontrollraum machen. Ja, stimmt. Das mache ich auch gerade mal. 8. Zack. Oh, da ist die Kante. Verdammt. Ah, das können wir aber umgehen. Und zwar... So, dann setze ich die nämlich hier oben rein. So, und dann setze ich hier Wo wieder... Wo bist du denn gerade? Ich bin gerade das wieder am Ausbessern, was ich gerade kaputt gemacht habe. So. 0. So. Ich bin jetzt in dem Kontrollraum. Ja, ich habe den Deep Boyer schon umbenannt für mich, weil das sieht man ja leider nicht von dem anderen. Ah, warst du schon im Kontrollraum? Mhm. Schweine! So. Ich habe mich glücklicherweise nicht verflogen. Ich kann mich nicht umgucken mit Dings. Scroll mal ein bisschen mit raus. Mit Alt geht's. Ja. Ich bin in der Third Person. Welche jetzt was? Das ist die da, also muss ich die da. G? Nee, nicht G. T, oder? Nee, T steige ich wieder aus. Wie komme ich nochmal? K war das, oder? Wie komme ich nochmal? K mit T. Ich bin jetzt in dem Kontrolldings drin. T, Koppels verlassen, Y, Reaktoren abzahlen, K, Schiffskonsole. Welche Boje war es denn bei dir? Die untere wahrscheinlich, ne? Genau, die untere. Boah, ich nenne die einfach Boah. Das ist, im Endeffekt bringt die irgendwie gar nichts, habe ich gerade so das Gefühl. Ja. Weil egal wie du dich drehst, also kannst du ja immer ausrichten, als ob die mittig über dir wäre, sozusagen.
Kleinen Moment, ich muss mal ganz kurz das hier fixen, weil da habe ich was kaputt gemacht. Da. Und da. Und dann setze ich hier einen Klotz rein und da eine Schräge. Was bohrst du gerade? Ja. Ich mache eine Anbohrung. So. Null. So, jetzt passt. Hörst du das? Ja, ich höre das. Ja, ich höre den. Es rappelt bei mir rum. Und meinst du, es macht Sinn? Sonst würde ich mich mal von der Boje senkrecht nach unten bohren. Wird, glaube ich, mehr Sinn machen, ne? Soll ich mich mal... Weil, okay. Ja. Okay. Und ich würde aber auch irgendwie dazu tendieren, dass wir ein kleines Bohrschiff machen. Zum einen, weil das sauberer bohrt. Ja. Also das ist dann wirklich so, was man eher als Schacht verwenden kann. Und zum anderen fliegen, wenn du mit der Hand bohrst, deutlich mehr Partikel dann durch die Gegend. Also so kleine Steinchen. Ah, und das führt dann zum... Ja, eventuell könnte es anfangen zu laggen, je nachdem, wie viel wir da. Okay, ich habe jetzt mal ein Loch hier hinter der Boje reingerissen. Hm? Ja, ist die Frage, soll man ein Raumschiff bauen, was zum Bohren gedacht ist? Würde ich sagen, ja. Glaube ich, macht am meisten Sinn, ja. Ja, okay. Willst du eins bauen? Oder ich kann mir mal eins anfangen. G. Kleines Raumschiff habe ich. Ah, jetzt hat er seinen ersten Klotz gesetzt. Okay. Jetzt verfliege ich mich gerade. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie man rauskommt. Tja, mach's gut, Liquid. War schön. Ich hab sogar einen Ausgang, aber jetzt komme ich ganz woanders raus. Wo ist denn das kackte Cockpit? Da ist eins. Dann setze ich das mal auf die Mauer. Dann brauchen wir Düsen. Groß. Klein. Was brauchen wir noch? Man braucht ein Gyroskop, gell? Genau, und Gyroskop. Einen kleinen Reaktor. Genau. Und Gyroskope musst du halt testen, wie viel du dran machst. Weil umso mehr du dran machst, umso... das ist wie die Maus-Sensitivität. Okay. Umso mehr Gyroskope du machst, umso schneller wirst du. Also ich setze auf jeden Fall erstmal ein Cockpit. Das wird das schon mal als Basis haben. Man kann ja praktisch ein Cockpit einfach beschleunigen, oder? Ist ja eigentlich völlig egal. Was bohrst du? Ich höre dich noch bohren da oben. Nö, ich bin hier neben dir, sozusagen. Nutzt du den Bohrer vielleicht? Ich hab den nicht mal mehr in der Hand, ne. Ich habe immer noch was bohren gehört. So. Ist weg jetzt, oder? Jetzt ist es weg, ja. Ich setze jetzt mal hinten dran. Ich weiß nicht genau, ich habe ja noch kein Raumschiff gebaut. Ich setze jetzt einfach mal eine Grundplatte hinter das Cockpit. Dann würde ich da eine Düse reinsetzen, eine 7. Um das... Genau, das sind die großen. Oder nehmen wir die 8, ist die groß. Boah, die großen Düsen sind aber richtig groß. Aber das ist ganz gut, um Schub zu kriegen, ne? Genau, ja. So. Wobei das bei den Bohren jetzt nicht so wichtig ist. Oh. Herein. Gott. Ja. Kommen Sie bitte rein. Und die kleinen Steuerdüsen unten und oben dran, dass man das Ding überhaupt irgendwie... Ja, seitlich würde ich auch ein paar machen. Ja, natürlich. Nein, das war jetzt nur mein... Aber ja, klar. Also nach hinten raus, in die eine Flugrichtung, brauche ich ja eigentlich nichts mehr. Oder sehe ich doch richtig? Ja, da langt die eine. Ja. So, ein bisschen hübsch soll es ja schon sein. Und dann mache ich praktisch oben drauf Steuerdüsen und an die Seiten. Genau. Ja. Gut, dann so. 4 Stück auf jeder Seite. Wahrscheinlich schon zu viel, oder? Aber es sieht einfach cooler. Nein! Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt eine Düse an das... Ich habe eine kleine Düse auf die Plattform gesetzt und dann kam die Düse, ist er irgendwie größer geworden. Komisch. So, okay. Oben und unten fehlt noch. Du bist bestimmt schon fertig, ich kenne dich. Ne, ich habe hier gerade irgendwas angefangen. Und Gyroskop muss ich noch setzen, gell? Das darf ich nicht vergessen. Genau, das ist wichtig. Und Bohrer natürlich sollten ran sein. Für den Soundtrack so schön, der im Hintergrund läuft, der läuft nur so... Weißt du, so... Oh, was war denn das eben? Nein, ich hab's falsch gesetzt.
So, ich lasse das einfach mal so. Ich habe jetzt oben 6. Da sehen aus wie so ein 6er Lego-Stein, darin erinnere mich das. Mache ich oben. Ne, mache ich die nochmal weg. So. Soll ja auch hübsch sein. Man hätte natürlich jetzt auch 1 bauen können und das dann duplizieren. Theoretisch, ja. Okay, ich setze jetzt aber hier mal. Wie viele Generatoren braucht man denn? Schon Ahnung, 2 wahrscheinlich. Schon wieder... Moment, was habe ich jetzt? Ich denke, das siehst du beim Fliegen. Wenn du fliegst und ein bisschen dich bewegst, siehst du ja, ob du das Energielimit überschreitest oder so. Nicht. So. Wird wahrscheinlich der Fall sein. Kann so. Ich mir vorstellen. Ich setze mal 4 Energiezellen. So. Und dann setze ich ein Gyroskop nämlich unten dran oder sowas. Oh, ich habe die ein bisschen anders gesetzt, sehe ich gerade. Ist egal. Das ist wirklich nicht wichtig. So, dann nehme ich hier ein Dreieck aus. Ein Gyroskop brauchen wir aber nur 1, oder? Kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Weiß ich nicht. Ich setze mal testen. Na, ich setze nochmal 1. Keine Ahnung. Da noch ein Gyroskop hin. So, und da noch ein Gyroskop. Ich habe keine Ahnung. Wissenschaft macht Spaß. Wir probieren es aus. So, und jetzt noch Bohrer, gell? Was baust du da dran? Den Handbohrer? Nein, wo sind denn die Bohrer für das Raumschiff? Die sind unten. Die sind neben dem Raketenwerfer. Bohrer, den normalen Bohrer. Genau, ja. Okay, dann ziehen wir den auf die Boje. G. Und mal die 4. Brauchen wir aber nur einen, oder? Ein, zwei, das ist da auch eigentlich... Setzt du den vorne dran, oder? Boah, ist der groß. Der ist relativ groß, ja. Den kann ich da nicht dran setzen. Das heißt, ich muss hier noch ein bisschen... Die Folge gibt hier How to Build a Raumschiff. Ich muss noch auf jeden Fall normale Klötze hier unten dran setzen. So. 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 Im Endeffekt, Optik ist ja jetzt hier erstmal egal. Das ist ja... um da schnell einen Tunnel zu bohren. Naja, es muss aber schon, also ich meine, wir sind ja hier, ja? Perfektionismus und so. Ja, das stimmt schon. So einfach hier. Ein bisschen soll es wenigstens. Einfach ein Raumschiff hinklatschen kann ja jeder. So, so. Dann kommt der weg. So, wo ist der Bohrer? Das war die 4. Wow. Ich habe jetzt einen Bohrer dran. Ich finde das lang. So, jetzt müssen wir an die Seite, müssen aber noch, falls die Außerirdischen kommen. Verstehst du? Genau, ja. Brauchen wir noch, Gatling ist doof. Raketen. Natürlich brauchen wir Raketen. Ist ja wohl selbstredend. So, ein Cockpit brauche ich nicht mehr. Dann machen wir G und 9. Und so. Zack. So. So. Wunderbar, ich finde, es sieht super aus. Jetzt gucken wir mal, wie die Scheiße fliegt. Ich habe zwar schon Angst davor, aber ich vertraue der Wissenschaft. So, ich bin im Cockpit. Oh ja, fliegt sich gut. Aber, oh, abbremsen, oh. abbremsen. Boah, abbremsen ist schwierig. Warum ist das jetzt der Fall? Warum bremst du das Ding jetzt komisch? Es ist ganz logisch. Du hast keine Thruster, die nach... Nach vorne gerichtet drücken. Sind. Also nach vorne gerichtet sind, genau. Ah, okay. Das heißt, im Moment kannst du nur abbremsen, indem du dich einfach umdrehst. Aber das ist kein Problem, das kriege ich hin. Warte mal, und zwar kleiner Thruster 7. Drehen. So. So. Und hier noch dran... Ist wirklich wie früher. Hast du noch einen Einer? Weißt du, so, kennst du das? Hast du früher Lego gespielt? So kommt mir das gerade vor. Warte mal, das sind 3 da unten. Ich suche noch einen Einer, ich habe keinen mehr. So, dann machen wir hier oben auch noch 2 hin. So, so müsste es gehen. 0, Menü aus. Ab ins Cockpit mit T. So, nochmal probieren. Ja, perfekt. Es ruckelt gerade bei mir ein bisschen. Perfekt, funktioniert alles. Ja, getestet, vom TÜV abgenommen. So, jetzt müssen wir noch gucken. Boah, was denn jetzt? Einzelbild.
Bei mir steht gerade das Bild. Wie sieht's bei dir aus? Ja. Bewegen tut sich gerade nicht viel. Ja, ich weiß auch, wodurch das verursacht ist. Wodurch was? Wodurch das verursacht wurde. Wir haben zwischendurch auch nicht mal gespeichert, gell? Nur so. Nee, das... Oh, stimmt. Ah, jetzt ist da. Okay, pass auf. Escape schnell. Ich glaub, mein Schiff weiß gefährt. Ich speichere gerade. Du hast... Oh, ich habe gespeichert. Jetzt habe ich aber gedacht, das, wenn das jetzt abstürzt, hätte ich geschrien. Ja, da war ja alles. Oh mein Gott. Wir sind in einer Aufnahmesession, wohlgemerkt. Für euch sind ja ein paar Tage dazwischen. Ja. Nicht färben! Ich glaube, es brennt. Das sieht komisch aus, wenn ich abbremse. Färb mal bitte nicht, das ist mir zu... Nee, warte nicht. Ich baue jetzt direkt mit den weißen Blöcken. So, jetzt mal gucken, ob ich hier unten reinkomme, ohne zu kollidieren. So, wow. Kann ich eigentlich mein Schiff zerstören, indem ich andotze? Wahrscheinlich schon, ne? Sollte gehen, ja. Ja. Warte, ich probier's gerade. Okay, ich sag mal hier. Wow. So. Wie mache ich den Bohrer an eigentlich? Achso, muss ich G drücken und dann ziehe ich den Bohrer nach unten rein. Waffenwerkzeug und die Waffen. So. G und dann die 1. Okay. Boah, da wackelt das ganze Raumschiff. Ja, doch, der hat einen ordentlich Umwucht. Wow. Ich glaube, ich habe einen Bohrkopf zerstört. Nein, ich habe noch nicht zerstört. Klang gerade auf jeden Fall nicht so ganz gut. Ich bin mir nicht sicher, soll ich nicht Raketen schießen? Vor allem bin ich mir gar nicht sicher, dass ich an der richtigen Stelle bohre. Ich habe jetzt hier gerade so ein bisschen was weggeschabt. Mhm. Das ist nicht so... Willst du mal probieren? Ich kann aber natürlich auch... ich könnte da oben reinfliegen. Komme ich wahrscheinlich nicht rein. Ich könnte mal... Soll ich mal eine Rakete schießen oder könnte mich das selbst zerstören? Weiß ich nicht, ob dich das selbst zerstören könnte. Ja, es hat mich... ist nichts passiert. Ich habe voll mein Raumschiff zerstört. schwierig. Können wir das Spiel nochmal laden? Sollte gehen, ja. Ja, so. Das ist zwar dann meistens. Das können wir nur im Hauptmenü. Ach so. Ja. Ich habe mein Raumschiff zerstört. Ich sehe es, da sind noch so ein paar Einzelteile. Ja. Aber bei mir, ich hatte zu viele Gyroskope dran, das ist zu beweglich. Zu beweglich, das Ganze. Pass auf, Aber ich mache einfach ein paar weg. Dann ach, ist egal. Das. Ich kann damit leben, mit Verlusten. Ich baue jetzt auf dich. Ich habe eine Rakete gezündet und habe mir die Frage praktisch selber beantwortet. Naja. Ob du dich damit eventuell selbst in die Luft sprengen könntest. Wir haben ja ein Leck. Das heißt, ich muss jetzt hier erstmal die ganzen Klötzchen wieder entfernen. Das ist jetzt Blechschneidearbeiten. Mist. Ich stelle noch die Frage und zünde in dem Moment die Rakete und Weißt du was? Komm mal her. Ich habe voll die Idee. Das ist ideal eigentlich, dass das Loch raus ist. So doof ist das gar nicht, weil es jetzt so viel leichter bohren lässt. Wenn du mal mit deinem Raumschiff hier hinterfliegst, ich mache mal hier ein bisschen Platz, ich mache dir auch nach oben hin ein bisschen Platz, müsstest du eigentlich, jetzt genau, du müsstest jetzt ausrichten jetzt können. Jetzt müsstest du ja eigentlich gerade nach unten. Genau. Genau. Flieg ein bisschen hoch und ein bisschen seitlich und dann... Genau. Und so, jetzt bist du eigentlich richtig. Funken. Ja, jetzt probier mal. Oh. Übrigens, Raketenzünden ist keine Lösung. Ich wollte es nur so erwähnen. Oder ein Stützpfeiler, glaube ich, was abgekriegt bei der Explosion, oder? Nee, sah von weit nur so aus. Ich guck mal, ob hier Gravitation. Hier ist Gravitation, ja. Ach Gott, was ist denn jetzt auf einmal los? Was denn? Das ist ja eine ganz schöne Umwucht hier. Ja, das ganze Ding wackelt. Ja, ja. Aber extrem, also so extrem war das. Weißt du, ich habe so eine Idee. Ich habe gerade eine gute Idee. Pass auf, ich bohre das vor, wie man das bei Metallbohren ja auch macht. Schleifgerät, Sturmgewehr, Schweißgerät, Handbohrer. Ich werde mal kurz auf der 9. So, pass auf, ich bohre dir vor.
bei dir funkt's nur kurz. Ich sehe dich nur so hin und her zucken. Aber dass du Material abträgst, sehe ich gar nicht. Bohrst du? Ja, ein bisschen. Ja, ist gerade nicht. Ich richte mich gerade wieder aus, weil das eine extreme Umwucht hat. Warte mal, ich kann noch mal für dich bohren, oder? Dass ich für dich vorbohr. Müsste gehen, ja. Lass mal auf deinem Flieg. Mach mal Platz, wenn es genau, so geht. Genau, dreh dich einfach nach oben, das würde reichen. Ja, ich kann da einfach so ein bisschen nach hinten. Genau, so, warte mal, dann mache ich hier nämlich den. Beacon, Bacon, Beacon und einmal nach unten und vorwärts. Also das ist jetzt aber richtig extrem. Das war jetzt so die ganze Zeit nicht. Wird wahrscheinlich auch damit zusammenhängen, wie stark die Trägheitsdämpfer funktionieren, weil das hatte ich ja beim Chatback. Also ganz ehrlich, das Abbauen mit dem Handbohrer geht wesentlich besser als mit dem Raumschiff. Das Loch, was ich vorgebaut habe, ist ein bisschen weiter hinten. Ist mir egal. Beschisser. So. Ist das groß genug? Nee, das ist... Ich glaube nicht. Ich glaube, da müssen beide Bohrer reinpassen, damit ich nicht mehr so komplett durch die Gegend... Okay, warte, dann nehme ich mal den Rand weg. Oder ich nehme das mal nach unten. Wir können das ja wieder... Man muss auch einfach ein bisschen warten. Mhm. Der sammelt jetzt die ganzen Gesteinsbrocken hier drin. Ich glaube, das macht das Ganze so ein bisschen laggy. Ja, das kann sein. So, und... Aber das ist doch richtig, oder? Nee, doch, es passt. Ein bisschen mehr so. Und wie breit ist dein Bohrer? Boah, der ist aber wesentlich breiter. So... Also das mit dem Bohren ist noch ein bisschen unpräzise für meinen Geschmack. Also. Das war die ganze Zeit nicht so. Also ich habe ja auch schon, als die Bohrer freigeschalten wurden, da gingen ja auch Waffen und so noch nicht. Mhm. Habe ich das Ganze mal probiert und das ging eigentlich ganz gut. Aber jetzt hat es eine Umwucht, das ist echt nicht mehr feierlich. Mensch, könnt's ja siehst mal probieren. Siehst du das von der Breite jetzt? Also müsste reichen für dich, ja, genau. Warte mal, ich mach dir hier drüben noch ein bisschen Platz. Nee, bitte nicht die Bohrer anwerfen. Ich hab Angst. Nee, mach schnell. Ist sehr bohrig. Ja, genau. Wobei, es gibt ja keinen Schaden bis jetzt, also dürfte eigentlich nichts passieren. Oder? Sterben kann man eigentlich nicht. Nee, geht noch nicht. So, es müsste passen. So, dann probier mal. Ja, dann versuchen wir mal das Glück. Ja, dann gib mal Schub. Wow. Du drehst dich gerade voll zur Seite. Gott, das ist ja echt. Also ich glaube, die Mission mit Raumschiff bohren. Lassen wir mal, oder? Kannst das Ganze ja als Versuch parken, irgendwo oben im Hangar. Genau. Also anscheinend haben dann wirklich nur größere Schiffe eine Chance zu bohren. Weil das Ding mit mehr Antrieb, um sich da doch deutlich mit mehr Gegenschub zu stabilisieren. So, ich versuche mal, dass ich ausgerichtet bin gegen die Plattform. So. Und dann... Oh Gott. Uiuiui. Bohren ist gar nicht... Aber das habe ich jetzt so nicht erwartet, ne? So. So. Ich klippe gerade in den Berg rein und ich hänge fest. V. Ich weiß nicht, in welche Richtung. Ich stecke fest. Ich bin raus. Und eile dir zu Hilfe. Oh Gott. Also das ist wirklich nicht leicht. Das habe ich mir leichter vorgestellt mit dem Bohren. Ja, ehrlich gesagt auch. Ich müsste man. Das ist echt schwierig, weil wir können nur ein bestimmtes Gewicht an. Dein Internet ist gerade am Abkacken. Deine Bandbreite ist am Abkacken. Jo. Verschwinden die Steine wieder, nicht oder? Jetzt geht's wieder, ja. Verschwinden die Steine nicht von alleine? Nee, das tun die nicht. Ach, das tun die nicht. Das heißt, alles, was wir abbauen, bleibt es da drin liegen.
Genau, wir müssen dann schon wenigstens eine Lagerkiste haben, wo wir... Kann man sprengen oder so? Kann man, ja. Stimmt, kann man. Mit was denn? Hat man auch als so... Das letzte Item, wenn du G drückst, ist ein Sprengkopf. Ja, aber wie... warte mal. Gut, pass auf, wir machen jetzt den Versuch, weil bevor wir uns hier einen abbauen, ich speichere kurz. Okay, alles klar. Bitte den Sprengkopf anzusetzen. Und wir beobachten es einfach. Wenn es jetzt schief geht, ist auch schön. Dann müssen wir es in der nächsten Folge halt reparieren. Weil wir sind auch am Ende einer Folge. Nee, das ist zu viel. Nee, ich mach die wieder weg. Ich musste ja nur irgendwo anfangen und sagen, ich kann die nicht ins Leere einfach setzen. Verstehe. Ja, ob ich jetzt hier unten drunter einsetzen könnte? Herein. Irgendjemand klopft bei dir. Und jetzt nimmst du die anderen wieder weg, oder was? Oder kannst du nur einen zünden? Ah ja. Oje. Ich will weg. Weg. Sprengung! Ja, nur kein Stress. Ich muss ja eben Blöcke hinsetzen und... Was? Wie? Maschinengewehr. Achso, man kann drauf schießen. Oh mein Gott, ich hab Angst jetzt. Oh. Ich auch. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ich nicht, ich mach's trotzdem. Scheiß drauf, ist egal. Wir bauen das alles wieder hin. Das kriegen wir repariert. Jawoll! Stimmt. So, auf komm. Ja, dann müssen wir eigentlich immer nur den Boden wegmachen und können da so Sprengkopf für Sprengkopf immer an dieselbe... Können wir nicht auch Klötze einfach runterziehen? Die Steine schweben jetzt ganz lustig. Oh, jetzt fallen sie, ne? Können wir jetzt, Eigentlich ist das doch echt perfekt. Da hast du auch einen schönen runden Durchmesser. Ja, super. Sprengen wir uns weiter vor. Ja. Herein. Hast du noch einen gesetzt, weil du schießt? Nee. Okay. Pass auf, wir machen an dieser Stelle eine Aufnahmepause. Wir werden das in der nächsten Folge weiterverfolgen und da müssen wir auch hier den Kram wieder reparieren, aber das ist ja nicht so schlimm, das kriegen wir hin. Ja. Und werden uns dann ein bisschen noch in den Felsen reinsprengen. Ich befürchte, dass wir zu schräg kommen. Also, weißt du, dass das, wenn ich mir den Felsen angucke. Wir werden das rausfinden in einer der nächsten Folgen. Wir haben ein paar Sprengversuche gemacht, wir haben ein Raumschiff gebastelt. Also es geht voran hier in Space Engineers. Wenn euch das gefallen hat, ihr Tipps zu dem Ausbau des Asteroiden habt, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch und wir sehen uns zum nächsten Teil von Space Engineers wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.